Also kann man sagen, du bist immer Clinch. Ja, ja, massiv. Ja, 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 Gröber. Ja, das ist ja so. Ja. Das ist der Giuliano. Er steht vor einer grossen Entscheidung. Und die sieht so aus. Ein Gasthof im Stockental in der Region Thun. Riesige Fensterfront, Garten, Veranda. Drinnen weisse Tischtücher auf Holztisch und kleine Wäseli mit Blumen. Das ist das Lebenswerk von Beat und der Christine Beyeler. Ja, das bedeutet uns schon lange. Also mir auch sehr, sehr viel. Das ist, manchmal denken wir, vielfach ist das wirklich so. Ist das wirklich unser Eigentum? Sie ist Anfang und er ist Mitte 60 und beide haben nach wie vor Freude am Gasthof. Es sei wie ein weiteres Kind. Aber sie merken auch, dass ihre Energie langsam zu Ende geht. Irgendwann ist es dann auch gut, sagt Beat Beyeler. Es wäre wahnsinnig schade, wenn der Gasthof zugehen würde, findet Stammgäste. Also definitiv, wir haben ihnen schon gesagt, es gibt echt für uns keine Variante, dass es das nicht mehr gibt. Wie es mit dem Gasthof weitergeht, das ist offen. Die einzige Person, die momentan als Nachfolger in Frage kommt, der Sohn von Spaylers, eben der Julian. Er macht gerade eine Lehre als Koch für seine Eltern. Ich habe einfach immer so gesehen, dass meine Eltern halt voll eine Passion haben für einen Job. Und das bewundert er sehr. So ein Gasthof bedeutet aber auch viel Arbeit, Zeit und gebunden sein an einen Ort. Und darum eben die grosse Frage, übernimmt er das Lebenswerk von seinen Eltern oder geht der Gasthof zu? Familienbetrieb übernehmen, ja oder nein? Ich bin Anna Kreidler und in diesem Podcast wollte ich herausfinden, was für eine Übernahme von einem Familienbetrieb spricht und was dagegen. Für das habe ich mir neben der Familie Beyeler auch noch eine Expertin in Sachen Familienbetrieb an die Seite geholt, die mir aufzeigt, was wichtig ist, wenn man sich dann für eine Übernahme entscheidet und wo es Konfliktpotenzial gibt. Sie hören ihr dann später. Jetzt komme ich zuerst mal an einem sonnigen Morgen beim Ruhrmoos an. Ein Gasthof unter einem Stockhorn, rund um Felder, Kühe, Berge, also Schweizer Romantik wie aus dem Bilderbuch. Ich treffe die Familie Beyeler im Garten vor dem Haus, da kann man Anlässe veranstalten, Hochzeiten feiern zum Beispiel. Und drinnen im grossen Gastsaal wird mir schnell klar, der Hof hat für die älteren Beyeler eine ganz spezielle Bedeutung. Wir haben hier vor ganz vielen Jahren haben wir hier geheiratet, genau an diesem Tisch. Und dann eigentlich schon immer gedacht, das ist ein schönes Haus, wegen dem wir gerne herkommen. Und so eigentlich schon sehr eine lange Beziehung zum Ruhrmoos, aber eigentlich nie. Ich glaube, wenn man das geplant, wäre es nie so rausgekommen. Nicht geplante Wege sind nicht das Nicht geplante Wege. Ja. Ich glaube, wenn man das schon planen und organisieren, hat man das auch nie hergebrungen. Sondern das ist einfach gewachsen. Aber wir sind das Ruhrmoos immer mal essen, weil wir halt Beziehung hatten, schon dann zum Haus, eine andere, aber auch eine Beziehung. Und dann ist es einfach halt immer auch ein bisschen weniger gut geworden, also das Essen, die Bedienung, einfach alles hat ein bisschen nachgelassen. Und irgendwann hat es geheißen, es kommt zu. Sie können uns nicht mehr offen behalten. Und wir hatten dann ja noch zwei andere Betriebe. Und dann ist eigentlich das Ruhrmoos noch als dritter Betrieb dazugekommen. Und ja, hier sind wir jetzt angekommen. Vor 22 Jahren haben die Beylers den Gasthof übernommen. Das Haus selber ist aber schon viel älter, rund 250 Jahre, und es ist riesig. Der Giuliano gibt mir eine Führung. Halt, wenn es heute Abend nicht so schnell schon wieder kalt werden, würde man jetzt den Grill halt auch draussen machen. Ja. Aber es ist halt hier hinten noch... Ihr müsst euch das so vorstellen. Altes Holz, tiefe Decken, grössere Räume für Familienfest und zum Beispiel einen kleinen Tisch für Verliebte, erklärt mir der Giuliano. Viel Licht kommt durch die vielen Fenster für viele verschiedene Gäste. Von den Leuten aus der Umgebung bis zu hochrangigen Politikern sage ich alles dabei. Der Giuliano zeigt auf ein Bild an der Wand, darauf ein Bankett und Leute im Anzug. Ja, dann haben wir noch den Ban Ki-moon da. Ich weiß nicht, ob du das noch etwas sagst. Das war der UNO-Generalsekretär. Ja, das war ein cooler Tag. Da ist die Tür aufgehalten worden. Überall ist irgendwelche Militärpolizei lang gestanden. Sind das alles Bodyguards? Ja, das sind recht viele. Ja. Und da, wo schon internationale Gäste von Spaylers bedient worden sind, sitzen jetzt wir. Im oberen Stock vom Restaurant an einem Holztisch. Der Giuliano ist ein ruhiger, ein überlegter Typ, der in seiner Jugend vor einem Problem gestanden ist. Also ich habe wirklich brutal Mühe gehabt, herauszufinden, was ich genau will, beruflich. Heute ist er Mitte 20 und hat den Weg zurück zu den Eltern, zurück in den Familienbetrieb gefunden.
aber über Umweg. Ich habe eigentlich im Militär gemerkt, dass ich eigentlich nicht mehr ins Büro will, aber habe wie noch so viele heutzutage nicht gewusst, in welche Richtung ich gehen soll, für dass ich wie einen Beruf habe, wo mir morgen nicht anscheisst, zum Aufstehen, wo ich mich wie reingeben kann und eigentlich ja, ein eine Passion drin finde. Und aus diesem Grund habe ich dann auch noch BM gemacht. Und dann, nach der BM habe ich dann immer noch nicht gewusst, dass ich soll. Und dann habe ich gedacht, ja, Kochen hat mir schon gerne gefallen. Und meine Eltern sind halt auch nicht am jünger werden. Dann habe ich gefunden, ja, es passt ja gut, eigentlich gefällt es mir. Und ihnen ein bisschen Support geben, ist auch noch gut, eine gute Lösung. Und von dem her bin ich dann halt so ein bisschen dazugekommen. Und ja, jetzt bin ich da und koche. Genau. Jetzt gerade ist er im zweiten Lehrjahr. Er lernt unter seinem Vater in der Küche und nächstes Jahr macht er seinen Abschluss. Und nachher würde er gerne reisen. Am liebsten ein paar Jahre lang. Andere Gastrobetriebe, andere Küchen auf der Welt kennenlernen. Und dann erst weiter entscheiden, ob er den Gasthof von seinen Eltern übernimmt. Das Problem? Der Familie Beyeler läuft Zeit davon. Die Beyelers sind im Pensionsalter und möchten langsam aufhören zu arbeiten. Und da sind wir wieder beim Clinch vom Anfang. Was würde denn für dich dafür sprechen, um den Gasthof zu übernehmen? Ja, ich finde, es hat so die Kleinigkeiten, wenn man halt selbstständig ist, hat man einfach so gewisse Freiheiten, die ich extrem schön finde. Also jetzt zum Beispiel so unsere Arbeitszeiten hier mit 3 Tagen frei und dann die 4 Tage halt Vollgas. Dass man einfach wie, ja, es redet einem niemand rein. Man ist einfach auf sich selber gestellt, man trägt halt auch das volle Risiko. Aber ich finde das echt wie, es macht es dann so ein bisschen, der Beruf macht es so ein bisschen lebenswert. Das habe ich wie das Gefühl, wenn man halt echt voll kann Gas geben für das, was man sich selber aufgebaut hat oder das, was man dann, je nachdem jetzt halt darf übernehmen. Und ja, ist so eine Vorlage, ja, das ist fast schade, wenn man die liegen lässt, meiner Meinung nach. Und was spricht für dich dagegen? Ja, einfach halt der weltweite Aufwand, den es halt schlussendlich gibt. Also, eben, wenn man dann wochenendmässig, jetzt zum Beispiel am Samstag sieht der Tag von meinem Dad etwa so aus, dass er morgen um 6:30 auf den Merit zu Bern fährt und dann geht er dort dann bei den Bauern dort oder beziehungsweise bei den Gemüsebauern gehen, die ganzen Produkte holen und dann kommt er hierher und dann kommt das Ganze vorbereiten, dann kommt der Abendservice und dann tut man noch das ganze Haus umstellen, damit es dann am Sonntagmorgen schon einigermaßen parat ist und dann ist halt dann echt 12 Uhr. Und ja, das sind halt echt extrem lange Tage und die sieht man ihm dann auch, dass er ein bisschen durch ist. Und ich weiß nicht, jetzt momentan, ja, man ist jung, man ist fit, es wird alles gut gehen, aber einfach auch so auf die Zeit raus. Und so einen Betrieb kann man halt auch wie nicht alleine übernehmen. Also da braucht man irgendjemanden, der genau gleich dran am Karren schreist wie man selber. Und das ist ja, mit 24 möchte ich jetzt noch gar nicht heiraten, das ist jetzt noch nicht so das Thema, wie mir, muss ich ehrlich sagen. Seine Eltern haben den Gasthof zu zweit geführt und so ein Gegenpart fehlt dem Giuliano momentan noch. Und sein Bruder hat einen anderen Job gelernt. Darum steht er momentan allein vor dem Lebenswerk von seinen Eltern. Ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte richtig Schiss. So etwas Grosses weiterzuführen, das braucht Mut. Und auch der Giuliano sagt, er habe Respekt vor dieser Aufgabe. Ja, massiv. Ja. Also ich sehe auch, jetzt zum Beispiel bin ich die paar Tage, jetzt, wo wir frei hatten, bin ich halt auch hier gewesen. Dann bin ich noch zu den Grosseltern und mein Bär war die ganze Zeit hier gewesen. Und ja, der hat echt die ganze Zeit irgendwo, kann man hier in diesem Haus halt immer irgendetwas machen. Und ich merke selber, ich habe noch nicht so das Flair dazu, zu sehen, was kann man alles machen. Also ich weiss, ich kann Rasen mähen, irgendetwas, Büsch schneiden etc. geht immer etwas. Aber er ist wirklich krass in dem Sinn, dass er einfach immer irgendetwas noch findet, was man noch verbessern kann, was man noch aufräumen kann, was man noch parat machen kann. Und da merke ich auch, da musst du auch ein bisschen das Auge dazu haben, dass du, das eigentlich wie, dass du die Zeit nicht lässt leer laufen und eigentlich immer etwas machen kannst. Genau, das ist so ein bisschen das. Und das macht schon gewisse, also es gibt schon irgendwo ein bisschen Schiss und Druck, sage ich jetzt mal. Aber ja, das ist auch ein bisschen ein Reinkommen, habe ich das Gefühl. Weil sobald es dir etwas persönlich gehört, habe ich das Gefühl, es ist eine ganz andere Beziehung, als wenn du jetzt halt etwas mietest oder wie auch immer. Also dann, als ich noch zu Pacht war hier, war das auch ganz ein ganz anderes Gebäude. Das hat auch rundum ein bisschen anders ausgesehen und ist noch nicht so perfektioniert, wie es jetzt eigentlich ist. Denkst du, du würdest deine Eltern enttäuschen, wenn du es nicht übernimmst? Ja, ich glaube, zum Teil, also ein Teil sicher. Sie sagen mir immer, ja, wärst kein Druck und so, aber ja, meine Güte, sie haben sich da ein Lebenswerk aufgebaut und wenn das dann wie von der nächsten Generation so ein bisschen wie nicht geschätzt wird oder einfach halt gesagt wird, ist mir zu viel Aufwand,
Ja, das tut sicher weh. Von dem her, das würde mir genau gleich gehen. Ich würde auch, wenn ich Kinder hätte, würde ich sagen, ja, müsste ja nicht, überhaupt nicht. Aber irgendwo durch wäre es ja wie schön. Es wäre schön, aber sicher ist er sich noch nicht. Ganz am Schluss von meinem Besuch entlocke ich ihm dann aber noch eine Antwort, bleibt also auf jeden Fall dran. Und gleich, der Giuliano ist in einer Zwickmühle. Ja, massiv. Ja, Gröber. Ja, das ist ja so. Die Situation, wo der Giuliano drinsteckt, ist definitiv kein Einzelfall. In der Schweiz sind 3/4 der kleinen und mittleren Unternehmen, also von den KMUs, Familienunternehmen. Das sind rund 375'000 Betriebe. Das zeigt eine Umfrage von der Universität St. Gallen und der Credit Suisse, die schon etwas älter ist, aus dem Jahr 2016. Die Familienbetriebe stellen insgesamt rund 1,6 Millionen Arbeitsplätze. Sie haben also auch eine wichtige Bedeutung für die Schweizer Wirtschaft. Ich frage mich, wie man eine Übernahme im Familienbetrieb am besten vorbereitet und auf welche Herausforderungen man sich einstellen muss. Und darum gehen wir jetzt von der gemütlichen Gaststube weg in mein Büro. Vom Gasthof ins Radiostudio. Und von hier aus läute ich Alexandra Bertschi an. Ich arbeite jetzt seit dem Januar bei der PwC in der Beratung von Familienunternehmen, vor allem bei der Erarbeitung von Family Governance, also von der Familienverfassung und im Nachfolgeprozess. Alexandra Bertschi hat auch auf dem Thema Familienbetriebsübergabe doktoriert und sich in diesem Rahmen mit dem Thema Emotionen im Übergabeprozess auseinandergesetzt. Auf das kommen wir dann später noch zu sprechen. Jetzt aber eben zuerst, was ist denn wichtig, wenn man eine Übergabe plant? Sie sagt, früh die Familie an die Firma anführen, das Interesse bei den Jungen wecken. Und zwar teilweise schon sehr früh, dass man die Kinder mal mitnimmt in den Betrieb, dass man die Betriebe machen so einen Familientag, wo die Familie eingeladen ist. Und dann schaut man vielleicht am Morgen die Firma an und am Nachmittag macht man noch irgendetwas, was ein bisschen Spass macht. So Sachen, das hilft, dass die jüngere Generation sich interessiert für den Betrieb. Nachher sehr früh das Gespräch suchen in der Familie. Halt immer mal wieder das thematisieren, ob das eine Option könnte sein. Und dann auch frühzeitig den Nachfolgeprozess anfangen planen. Also wir sagen, so 10 Jahre, mindestens 7 Jahre vor der geplanten Übergabe, den Nachfolgeprozess langsam anfangen aufgleisen, anfangen planen und dort auch Optionen planen. Also nicht nur Plan A, der älteste Sohn übernimmt, sondern auch noch Plan B und der Plan C in der Hintertasche haben, weil ich habe sehr viele Fälle auch gesehen, wo der Plan A nachher nicht realisiert wurde, aus unterschiedlichen Gründen. In Ihrem Job begleiten Sie ganz unterschiedliche Unternehmen. Von Firmen ab 20 Mitarbeitenden bis zu sehr grossen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden. So eine Übergabe von der einen Generation zu der nächsten bringt natürlich auch Konfliktpotenzial mit sich. Es gibt das Klassische, dass man halt finanzielle Themen hat, wie Preis, wo man sich nicht einig ist, oder Wert vor einer Firma, aber manchmal ist es auch sehr stark im zwischenmenschlichen Bereich Rollen. Ich hatte mal einen Fall gehabt, wo ein Geschwister nie mitmachen oder Hand bieten für eine Nachfolgelösung und irgendwann hat sich herausgestellt oder hat das Geschwister in einem Meeting gesagt, die Eltern haben mich sowieso nie gerne gehabt und man hat gemerkt, das ist alles eigentlich an dem gelegen, also so an Rollen aus der Kindheit oder Bruder hat mal seinem anderen Bruder gesagt, du hast mir früher schon immer alles kaputt gemacht und mich immer verklopft. Also da sind ganz viele Themen, Rollen, Geschichten aus der Familie, manchmal sogar aus Vorgängergenerationen, die auch in den Entscheidprozess reinspielen und völlig irrational sind auf einem Weg. Die Familiengeschichte, also die Erfahrungen, die man beim Aufwachsen macht, können zu hitzigen Diskussionen führen. Und dazu kommt, dass man in der Schweiz nicht gerne über unangenehme Sachen redet. Gerade in unserer Gesellschaft und auch hier in unserem Kulturkreis redet man gar nicht gerne über Emotionen. Und was ich festgestellt habe, Unternehmerinnen und Unternehmer reden noch weniger gerne über Emotionen, weil sie sind die starken Macher, die ein Leben lang eigentlich Zuversicht haben ausgestrahlt gegenüber der Belegschaft. Unausgesprochene Probleme, unterschiedliche Erwartungen, die Rolle in der Familie. Man muss sich auf einiges gefasst machen, wenn man sich dafür entscheidet, einen Familienbetrieb weiterzuführen. Das kann auch Druck für die Nachgängergeneration bedeuten. Wobei Alexandra Bertschi sagt, gut, es ist ja immer noch eine Frage, wie dass man mit den Jungen redet. Oder sagt man jetzt einfach, ich erwarte von dir das, du das übernimmst? Oder sagt man immer mal wieder, dann und dann würden wir uns dann gerne zurückziehen, die Kinder, die Interesse haben,
würde es freuen, wenn ihr einsteigt, aber ihr müsst nicht. Ja, es ist auch immer die Art und Weise, wie man es kommuniziert. Und das andere, was man gerade bei Familie auch viel sieht, ist, dass es ja ein schleifender Übergang ist. Also, dass die ältere Generation nicht einfach sagt, morgen bin ich da draußen und du kannst selber schauen, sondern dass man ja auch unterstützt in dieser Verantwortung und sagt, ich bin noch da, wenn du Fragen hast, etc. Und je länger der Betrieb schon in der Familie ist, umso schwieriger, zum aufzugeben. Also, mir hat auch mal ein Unternehmen gesagt, ich bin jetzt die sechste Generation, ich kann ja nicht der sein, der das kaputt macht, was fünf Generationen vor mir haben aufgebaut. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, und das zeigen auch Studien, die das nur machen, aus dem Grund, weil sie den Druck spüren, also so eine emotionale Verpflichtung spüren und nicht, weil sie Freude haben an dem, was das Geschäft macht und was sie dazu beitragen können. Das kommt häufig einfach auch nicht gut. Es sei eine Gratwanderung mit dem Druck, sagt Alexandra Bertschi. Und es ist auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass der Familienbetrieb von den Kindern übernommen wird. Zwar wird die grosse Mehrheit der Unternehmen in der Familie weitergeben, aber es lässt sich nicht immer so einfach jemanden finden. 2023 sind mehr als 94'000 Unternehmen auf der Suche nach einer Nachfolge gewesen. Das zeigt eine Erhebung der Inkassogesellschaft Dun & Bradstreet. Zurück im Gasthof, an genau dem Tisch, wo Christine und Beat Beyeler geheiratet haben, wo ihre Reise mit dem Gasthof vor vielen Jahren angefangen hat. Ich versuche, säuferlich herauszufinden, wie denn ihre Erwartungen an ihren Sohn aussehen. Ja. Sagen wir, es wäre schön, es weitergehen, ist aber von Seiten von uns eigentlich von Anfang an kommuniziert worden. Wir sind eh überrascht worden, dass Giuliano jetzt noch in die Richtung umgeschwenkt hat. Von seiner ersten Lehrstelle haben wir eigentlich gedacht, ja, ist jetzt so, es wird niemand hier weiterfahren. Obwohl wir eigentlich früher schon gesagt haben, Giuliano wäre einer gewesen. So vom Typ her, er hat immer gerne gegessen, er kocht gerne, er hat gerne Leute um sich. Und da haben wir schon früher immer gesagt, dass Giuliano wäre einer gewesen für die Gastronomie. Aber wir haben das voll akzeptiert. Wir haben, glaube ich, auch nie Druck gemacht. Und auch jetzt ist eigentlich von unserer Seite her kein Druck da. Weil das wäre falsch. Haben wir vorher gesagt, er spüre ich trotzdem ein bisschen Druck? Ja, das ist ja logisch. Aber eben, das sagt er ja gerne, dass er nicht weiß, dass ich das muss. Aber ja, also das könnt ihr ja beide auch nachvollziehen, dass irgendwo durch gleich ein bisschen Druck da ist, wenn ich jetzt schon hier 1-2 Stunden pro Tag etwas machen, weißt, ja, dann ist einfach klar, dass man den Druck halt echt gleich hat. Auch wenn ihr ihn nicht selber auflegt. Also ich finde, das mit dem Druck halt doch ein bisschen, also es gibt ja wie verschiedene Arten von Druck. Und das ist jetzt für mich nicht der Druck, wo ich das Gefühl habe, wenn ich am Abend ins Bett reinlege, dass ich da wegen dem schlechte Träume oder so, weil man immer so ein bisschen, muss so ein bisschen den Standpunkt von sich selber auf der Welt ein bisschen erfassen. Und dann muss ich echt sagen, uns geht es so viel Gute, ist das eigentlich Peanuts, der Druck mit dem Restaurant hier. Peanuts, sage ich, der Druck für ihn. Also nebensächlich im grossen Ganzen. Und ihm sage ich es auch wichtig, dass man respektiert, was die Eltern aufgebaut und für die Familie geleistet haben. Dass sie einem einen gewissen Lebensstandard ermöglichen. Also ein weiterer Grund, den Familienbetrieb zu übernehmen. Aber mir ist es schon wichtig, dass man auch sagt, ja, also irgendwo will man ja das auch erhalten und das weitergeben, was man schon bekommen hat. Und nicht jetzt einfach sagen, du, jetzt ruhe ich mich auf dem aus, was ich von der Generation vor uns bekommen habe, weil sich die abgerüppelt haben und jetzt lasse ich es schleifen und dann können meine Kinder rumschauen, blöd gesagt. Und das finde ich nicht richtig. Ja. Zusammenfallen, was die Eltern aufgebaut haben, das würde sich für den Giuliano nicht richtig anfühlen. Aber momentan sind seine Eltern ja noch da. Schon nächstes Jahr ist der schon ein wegweisend, wenn man sieht, was er wirklich will er noch auf andere Jahre gehen oder sagt er, nein, weißt, ich weiss, was ich hier habe, mache ich halt sonst Weiterbildungen. Das wäre also auch eine Option. Den Betrieb übernehmen und statt im Ausland Erfahrungen sammeln, könnt ihr von hier aus Weiterbildungen machen. Und wenn man Freude hat an seinem Beruf, dann sage ich das eben nicht nur Job, sondern dann ist es auch Hobby, Passion. Sagt der Vater von Giuliano, der Beat. Ich glaube, das sind so Sachen, die ganz wichtig sind. Vielleicht auch wieder ein bisschen wichtiger werden. Dass man sagt, oh, das ist etwas, was ich durchziehen will, was ich Freude habe. Ich muss aber davon noch leben können, das ist klar. Und wenn ich 60% arbeite, kann ich auch nicht davon leben. Oder ich muss mich irgendwo einschränken. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man sagt, oh, nein, ich bin bereit für den Lebensstandard, den ich habe, halt doch ein bisschen mehr auf Rand zu treiben. Und wenn ich bügle, bügle ich auch 100%. Wenn ich aber frei habe, ist es auch wichtig, dass ich mich irgendwo dort wieder regenerieren kann.
und kann sagen, das merken wir jetzt im Alter, brauchst du einfach ein bisschen mehr Zeit für das. Wichtig ist, dass man eine Balance findet. Und der Giuliano packt gerne mit an. Bei einer Übergabe von einem Familienunternehmen können aber auch verschiedene Vorstellungen vom Arbeiten aufeinander prallen. Könnte der grosse Arbeitsaufwand ein Grund sein für die junge Generation, um sich gegen eine Weiterführung zu entscheiden? Da ist nochmal Alexandra Berci, die Expertin dieser Sendung. Ja, das habe ich auch schon ab und zu gehört. Ein Unternehmer hat mir mal gesagt, die heutige Generation ist sowieso faul. Ich war am 5 Uhr am Morgen immer im Büro und die Jungen wollen das nicht mehr. Das kann man so sehen. Ich denke persönlich nicht, dass die heutige Generation faul ist. Die heutige Generation arbeitet einfach sehr anders. Die will vielleicht auch mal am 4 Uhr am Nachmittag heimgehen. Und dafür tut sie am 9 Uhr den PC nochmal aufstarten und tut nochmal weiterarbeiten. Und das ist etwas, was die ältere Generation wiederum nicht so versteht. Weil wenn man aus dem Betrieb ist gegangen, ist man daheim und arbeitet nicht mehr. Und ja, das sind so Themen, die man gegenseitig auch jetzt in meiner Rolle als Beraterin muss vermitteln und das gegenseitige Verständnis wecken und probieren zu sensibilisieren, dass andere Wege auch funktionieren können. Häufig geht es ja auch um das, dass die ältere Generation muss merken, die Junge macht es vielleicht anders, aber das kann auch gehen. Der Arbeitsaufwand an sich ist also nicht das Problem, aber es braucht von beiden Seiten das Verständnis für unterschiedliche Werte und unterschiedliche Vorstellungen. Wichtig ist, dass man diesen Unterschied und das Konfliktpotenzial nicht ignoriert. Und da kommen wir eben zu den Emotionen, die ich vorher erwähnt habe. Also sie sind ja gleich da. Man kann sie nicht einfach unter dem Teppich behalten, die Emotionen. Und was ich etwa sehe, gerade Prozesse, die schwierig sind, Lösungen zu finden, wo gute Lösungen, sage ich mal, plötzlich am Schluss gleich wieder heisst, das machen wir jetzt doch nicht. Das ist häufig, wenn so Emotionen eben noch latent vorhanden sind und nicht ausgesprochen worden sind. Und ich habe es zweimal erlebt, dass man durch so einen Prozess relativ emotionslos ist gegangen. Und das waren auch zweimal die Fälle gewesen, wo man alles parat hatte, alle Verträge für am anderen Tag zu übergeben. Und am Abend vorher, am 9 Uhr, ist das Telefon gekommen, ich unterschreibe morgen nicht. Und dann sind eben die Emotionen gekommen. Also man hat immer geschafft, die Emotionen ausblendet. Und wo alles parat war, hat man keinen Grund mehr gehabt, sie auszublenden. Und dann sind sie eben dann gleich gekommen. Und das ist ein bisschen schade, wenn es erst so spät ist. Ich habe es lieber, wenn man früher im Prozess darüber reden kann und es adressieren kann. Fische auf den Tisch, wie sie sagt. Also wenn die Emotionen sind in jeder Familie da und sie bei jedem, der eine Firma übergibt und bei jeder, die eine Firma übernimmt, da. Manchmal ist es ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt, aber sie sind da. Und die müssen eben, wie ihr gesagt habt, die müssen rauskommen, die müssen auf den Tisch kommen, die Emotionen. Weil sonst ist irgendwie der Prozess nicht ganz abgeschlossen. Und ja, mein Chef sagt effektiv immer, wenn nicht jemand mal am Tisch gerannt hat, haben wir unsere Arbeit nicht gemacht. Weil häufig braucht es das eben mindestens einmal im Prozess, weil irgendwo noch etwas ist, was sonst klemmt. Zurück in der Küche vom Gasthof. Die Vorbereitungen für die Nacht laufen auf Hochtouren. Ah, das ist ein Punkt. Ich soll dieses Restaurant nicht übernehmen, das Telefon. Das macht mir jetzt schon, das ist wirklich der Pain. Also das läutet echt die ganze Zeit. Und du musst wirklich sagen, boah, ich bin ein Mensch, der probiert so wenig wie möglich am Handy zu sein. Und das, wenn dann einfach das Ding immer überall muss mit, das ist wirklich etwas. Ja, ich glaube, die einzigen drei Wochen, wo er es nicht gerne dabei hat, ist in der Sommerferie, also mit Betriebsferie. Und sonst ist das echt konstant. Ständige Erreichbarkeit kann also ein weiterer Grund sein, um sich gegen die Übernahme von einem Familienbetrieb zu entscheiden. Wie der Giuliano sich entscheidet, das wirkt sich nicht nur auf den Betrieb aus, sondern auch auf Gäste, die langsam ankommen. Zum Beispiel auch auf den Tom und Tamara aus dem Raum Luzern. Sie fahren 6 bis 10 Mal pro Jahr eine gute Stunde von sich zu Hause ins Stockertal, um hier zu essen. Und für uns macht es aus, dass man sich hier sofort wohlfühlt. Das Haus an und für sich hat sehr viel Charme. Und es ist, auch, es ist wahnsinnig authentisch. Also, sie kommen auf uns zu, egal ob das Personal oder Gastgeber selber. Man kann plaudern, es ist unkompliziert, ungezwungen. Und deswegen, und also, unabhängig von dem ist das Essen einfach brillant. Ja, ja, und ich glaube, so das Highlight ist, es hat sich über die Jahre so ein Vertrauensverhältnis gegeben.
Und mein Highlight ist wirklich, was ich mal Fehlheit zu tun hatte, der Kellerschlüssel zum Weinkeller bekommen, von wegen, geht noch einfach auslesen, was der Lust hat. Und ja, ist schon cool. Also, ich meine, das findest du jetzt wirklich nie. Für sie ein Erlebnis, das sie nicht möchten, darauf verzichten. Das wäre wahnsinnig schade. Also definitiv, wir haben ihnen schon gesagt, es gibt echt für uns keine Variante, dass es das nicht mehr gibt. Ich habe bei meinem Besuch im Gasthof einen Haufen gehört, der für eine Übernahme spricht. Die Freude der Gäste, das Lebenswerk der Eltern, die Passion für den Gasthof. Aber auch vieles, das dagegen spricht. Man muss immer erreichbar sein und es ist, auch wenn man es gerne macht, einfach sehr viel Arbeit. Ich bin eigentlich auf dem Weg zurück in die Küche und wollte mich verabschieden und bedanken für den Einblick in den Familienbetrieb, wo mir Giuliano entgegenläuft. Und dann probiere ich es noch ein letztes Mal. Stand heute. Jetzt, an diesem Abend, würde er den Gasthof übernehmen, ja oder nein? Ja, das würde ich schon machen. Es ist, ja, nein, eigentlich grundsätzlich gesehen ist schon, dass es auch in die Richtung geht. Ja. Weil ich finde es selber auch schade. Und von dem her sehe ich eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen. Und wenn ich jemanden finde, der Lust dazu hat, umso besser. Und sonst wird es halt ein bisschen ja, knusprig, sage ich jetzt mal, zu machen. Ja, das ist halt ein bisschen das. Genau. Brauchst du ein bisschen Biss, vielleicht? Ja, ja, voll. Auch schon. Also ja, ich sehe es bei meinen Eltern, die relativ viel Biss, von dem her. Ja, genau. Aber eben, das ist eine Momentaufnahme und keine definitive Antwort. Input. Danke vielmals fürs Zuhören. Mein Name ist Anna Kreidler und wie immer freue ich mich, wenn ihr mir Feedback schreiben mögt an input.srf.ch. Und bevor ihr abschaltet, möchte ich euch noch kurz etwas anderes erzählen. Und zwar, wie die ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat in einer Info-Sendung, mache ich auch Reportagen für das Format REC. Dort habe ich mich in den letzten Monaten auch mit Familienbetrieb auseinandergesetzt. Ich habe junge Menschen getroffen, die sich schon für eine Übernahme entschieden haben und begleite sie in diesem Prozess. Die Florence übernimmt zum Beispiel den Weinhandel von ihrem Vater und sagt: Also ich hatte am Anfang hatte vielleicht das Gefühl, ich fresse da voll rein und will den ganzen Laden auf den Kopf stellen. Das hat sie dann nicht gemacht. Heute sagt sie, die Balance macht es aus. Zwischen modernisieren und erhalten, was ihr Vater geschaffen hat. Also den grössten Respekt vor ihm habe ich eben mit seinem Netzwerk, das er aufgebaut hat, mit diesen Produkten und diesen Menschen hinten dran. Auch wenn sie jetzt schon in der Geschäftsleitung ist, profitiert sie bis heute noch vom Wissen von ihrem Vater. Wie es ihr und den anderen in der Reportage gelingt, aus dem Schatten der älteren Generation zu treten, das seht ihr in der Reportage. Ihr findet sie auf PlaySRF unter dem Format REC oder auf dem YouTube-Kanal von SRF Doc. Ich freue mich, wenn ihr reinschaut.